Das hier ist auch ein Kampf klein gegen groß. Wobei eine zunächst kleine Gruppe von Klimaschützern immer größer wurde und eine ganze Generation auf die Straße brachte, jeden Freitag demonstrierte, bis das Virus zumindest die großen Kundgebungen jäh zum Stoppen brachte. Doch in Augsburg gibt es Klimaaktivistinnen und Aktivisten, die wollen das Feld nicht räumen und trotzen den Behörden genauso wie dem Winter. Andreas Herz war diese Woche mittendrin im Klimacamp von Augsburg. Erstmal guten Morgen. Hier haben es angenehme minus 5 Grad. Mit Charlotte erwacht das Augsburger Klimacamp, noch eingepackt von der Nacht. Eine Thermoleggings und noch eine Leggings an und dann meine Hose drüber. Und dann ein Oberteil, ein Rollkragenpullover, ein Pullover, manchmal noch ein Pullover und die Jacke. Ein Dauerprotest fürs Klima, bei jedem Wetter, Tag und Nacht, seit 211 Tagen. Sie sind mindestens zu zweit, jeden Tag ein anderes Team. Was Sie noch nicht ahnen, heute gibt es wieder Streit mit der Stadtverwaltung. Es geht um die Ausmaße des Lagers. Das ist unser Küchenzelt sozusagen. Und hier haben wir dann drei Schlafecken. Hier ist die Höhle, die ist recht klein. Da kann man sich gut reinkuscheln. Toilette und Dusche stellt eine WG in der Nähe. Jeden Tag wird Frühstück ins Camp gebracht. Während ayurvedisches Müsli gelöffelt wird, kommt das Ordnungsamt. Die Stadt kontrolliert genau, ob alle Vorgaben eingehalten werden. Das Camp vom Rathaus ist der Stadt ein Dorn im Auge. Was Charlotte, Jannika und Fabian gleich zu spüren bekommen. Die Hausmeister fordern mehr Abstand zum Rathaus. Ja, unsere Versammlungsfläche dürfen Sie nicht einschränken. Das ist ja unsere Versammlungsfläche. Ja, dann wird das gleich mal auf 7,50 Meter. Ja, das können wir von mir aus machen. Das ist doch kacke. Aber mit dem Meterstab da dran zu stehen, ist auch, also... Hat es bis jetzt bewegt? Ich weiß auf jeden Fall, mit Ihnen Rente gehen, seid ihr nur doof. 2038, oder? Also, ich glaube, da muss man ganz gut umgehen können, dass Leute es nicht gut finden, was man tut oder alles kritisieren. Und penibel aufs Kleinste gehen, aber nötig ist es nicht. So sieht es Charlotte. Die Oberbürgermeisterin im Büro gegenüber hat eine andere Sicht. Die Feuerwehr müsste anleitern können, um eben Personen aus dem Gebäude zu retten. Und auch wenn keine Veranstaltungen zurzeit stattfinden, im Rathaus arbeiten Menschen. Ich möchte an der Stelle vielleicht ein bisschen den Augenmerk auch darauf richten, das Thema Klimaschutz wird niemand bestreiten, dass es wichtig ist. Aber was passiert, wenn andere Gruppierungen auf die Idee kommen, so ein Camp zu errichten, vielleicht auch mit Themen, die vielen Menschen dann sehr, sehr negativ aufschlagen und wo wirklich eine andere Grundhaltung auch dazu da ist? Das ist etwas, wo ich eben als Versammlungsbehörde geklärt haben will, wie weit geht das Versammlungsrecht? Bislang haben die Gerichte grünes Licht für das Protestlager gegeben. Wer das Versammlungsrecht beansprucht, hat jedoch auch Pflichten. Zum Beispiel die Meinung öffentlich kundzutun. Kohlekonzerne, baggern in der Ferne, baggern in der Ferne, zerstören unsere Umwelt, zerstören unsere Umwelt, nur für ein Batzen Geld, nur für ein Batzen Geld. Ich finde super, ich finde, dass gerade da jemand dafür einsteht, dass die Stadt Augsburg auch zu ihren Klimazielen steht und das auch wirklich krass vertritt und auch wirklich einsetzt, das finde ich gut. Das können wir noch lauter. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn viele Augsburger dann sagen, ja, in unserem schönen Rathaus, sowas, ja, hinterm Rathaus sieht es keiner, verstehen Sie? Es gehört schon was getan und nur Ziele setzen, die man dann vielleicht irgendwann erreicht, ist ein bisschen wenig von der Politik. Die Forderungen sind klar. Augsburg soll weniger CO2 ausstoßen, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Die Stadt soll sich für den Ausstieg aus der Kohleenergie stark machen und mehr für Radfahrer tun. Auch im Dezember wollten sie uns gerne noch mal loswerden, haben uns einen Deal angeboten, aber der war halt wissenschaftlich. Also da müssten wir auf wissenschaftlicher Ebene sagen, das reicht absolut nicht aus, dass wir hier unseren Protest beenden können. Sie wollen also bleiben und ihre Idee macht die Runde. Inzwischen bundesweites Interesse, zum Beispiel von Moritz aus Freiburg. Was hättet ihr denn für Tipps, wie wir ein Klimacamp aufbauen könnten? Dass ihr Schichtplan habt, also dass ihr auch auf jeden Fall euch abwechselt, dass es nicht an einzelnen Personen hängen darf. Das Camp ein Ersatz für den Protest auf der Straße? Ja, auf jeden Fall ist es eine Form, die auch in Corona-Zeiten gut möglich ist. Da hat Augsburg ja das beste Beispiel gemacht. Im Augsburger Camp hat inzwischen die Nachtschicht begonnen.
Schneefall, der Wind bläst durch die Bretterverschläge. Charlotte steht wieder eine kalte Nacht bevor.